willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor der Partie am kommenden Samstag zwischen seinem SV Waldhof Mannheim und der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Mit mir auf dem Podest wie immer unser Cheftrainer Christian Neidhardt. Dazu heute auf der Pressekonferenz unser Neuzugang Daniel Keita-Ruel. Zunächst einmal organisatorisch von mir die Information, wir liegen derzeit bei ca. 5.800 verkauften Tickets. 70 Borussen werden die Dortmunder mit nach Mannheim begleiten. Keita, wir fangen mit dir an. Du hast gerade eben einen Vertrag jemanden unterschrieben. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich fühle mich eh hier in Mannheim zu Hause. Es hat alles gepasst von Anfang an. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer eh von Anfang an schon eine Bindung, was ein großer Vorteil war gegenüber den anderen Interessenten. Und ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe es erstmal beobachtet, aber ja, am Ende des Tages war ich mir schon sicher, dass ich hier hinkomme. Worauf kann man sich jetzt freuen bei dir? Auf Tore natürlich. Mehr als nur Tore? Nein, natürlich. Ich komme hier hin, ganz klar, um Tore zu schießen, um der Mannschaft zu helfen, um natürlich offensiv eine Verstärkung zu sein. Aber natürlich, das fängt erstmal defensiv an, auf und neben dem Platz ein Vorbild zu sein. Und das ist meine Aufgabe hier. Vielen Dank, Keita. Christian, warum habt ihr euch für Daniel Keita-Ruel entschieden? Erstmal war es ein langer Weg, bis es endlich geklappt hat. Ich glaube, dass wir fast 2 Monate schon in Kontakt sind, dass wir ständig in Austausch waren. Und am Ende sind wir erstmal froh, dass es natürlich jetzt geklappt hat. Auch gerade, wir haben es ja betont, dass wir in der Kaderplanung noch zugange sind, dass wir was machen wollen. Und dass wir natürlich jetzt auch nochmal so einen Hochkaräter präsentieren können, freuen wir uns riesig drauf. Und ja, freue mich, dass Keita sich dann am Ende des Tages auch für uns entschieden hat, für die Mannschaft, für den Verein, für die Stadt. Und ja, ich glaube, dass wir da einen guten gemeinsamen Weg gehen können. Gegen Zweitvertretung hat sich der SV Waldhof in den vergangenen Jahren eher schwer getan. Was macht es so schwierig gegen solche Mannschaften? Ja, wenn man mal Dortmund nackt sieht, gefühlt 10 Leute verloren, alle in den oberen Bereich, trotzdem eine Riesenqualität behalten, ein Kader von 31 Spielern und beim Kader von 31 Spielern sogar noch 2 aus dem Profibereich, Torwart, Rechtsverteidiger, Muri hat gespielt. Also sie haben alle Möglichkeiten, auf allen Positionen sind sie top besetzt und ich glaube, das sind auch nicht mehr so diese typischen zweiten Mannschaften, wo du sagst, ja, da kannst du über einen Schneid, kannst du da denen viel abverlangen oder auch in den Zweikämpfen, wenn du präsent bist, aber das war früher vielleicht mal, heute sind diese Mannschaften, die Spieler alle viel weiter, viel robuster, viel enger am Profikader dran und deswegen macht es das auch immer so schwer, weil einfach die Qualität bei den Jungs sehr gut ist. Und da haben wir eine Herausforderung am Wochenende. Aber ich glaube, wenn wir gerade, wie wir das in den Heimspielen auch hingekriegt haben, unsere Präsenz selber auf den Platz kriegen und in Verbindung mit unseren Fans hier in den Heimspielen, haben wir es wirklich gut hingekriegt. Und das wird sicherlich eine sehr, sehr interessante Partie. Eine Frage kann ich ja leider nicht ersparen. Wie sieht es mit dem Personal aus? Ja, sieht immer noch ein bisschen angespannt aus. So, gestern haben wir uns da mal reingesteigert. Da waren wir 13 Spieler im Training plus 3 Torleute. Wir werden heute ein Stück weiter sein, werden heute mit 16 Spielern dann schon inklusive Keita trainieren können. Willi kommt zurück, Jan Bartels kommt zurück, die sind auch im Training. Aber bei Dörfler, Höger, Rossi, Pahl, Schnatterer, Gohlke bleibt das noch weiter, dass wir da Geduld haben müssen. Das sind natürlich schon ein paar Hochkaräter, die jetzt nicht dabei sind. Von daher ja, müssen wir da aber trotzdem durch und müssen gucken, wie wir es dann gestalten am Wochenende. Und ja, wir sind auch noch nicht mit unseren Transfertätigkeiten fertig und vielleicht gibt es dann nochmal eine Überraschung bis zum Wochenende. Und dementsprechend ja, wollen wir gucken, dass wir trotzdem nicht jammern, trotzdem nach vorne gucken und gucken, dass wir die Jungs jetzt auf das Dortmund-Spiel gut einstimmen und dass wir zu Hause eine Macht bleiben und zu Hause 3 Punkte holen. Vielen Dank, Christian. Dann würde ich jetzt das Mikrofon freigeben für Nachfragen. Wir fangen an vorne mit Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Ja, direkt die Frage an Herrn Keita-Ruel. Sie haben es angesprochen, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass Sie sich für den SV Waldhof entschieden haben? Also es war so, dass wir mehrere Treffen hatten. Ich mir die letzten 2 Heimspiele auch angeschaut habe, die Auswärtsspiele vom Fernseher. Und ja, natürlich ist es schon ein Feeling, wenn man hier im Stadion sitzt und wie jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel am Ende der Spielzeit noch gewinnt und das ganze Publikum ausrastet, da kriegt man schon Gänsehaut. Also das ist
Das hat eigentlich nichts mit dritte Liga zu tun, mindestens zweite Liga. Und ja, am Ende des Tages, klar, ich hatte andere Angebote, das kann man offen und ehrlich sagen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Mannheim. Ich lebe hier über 2 Jahre schon. Und ich meine, ich hatte auch in der Vergangenheit Angebote aus der zweiten Liga, bin deswegen nicht weggewechselt, habe mich hier wohl gefühlt, fühle mich hier zu Hause. Am Ende des Tages, klar, mit dem Trainer hat alles von Anfang an gepasst und die anderen Details hat am Ende des Tages auch gepasst. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es war die richtige Entscheidung. Weitere Fragen? Alex Müller vom Mannheimer Morgen. Ja, eine Frage an beide vielleicht. Wie ist denn der Fitnesszustand aktuell und wann ist er denn spielfit? Wie viel Zeitraum gibt man ihm da Zeit? Also mein Fitnesszustand ist nicht der beste, da könnte besser werden. bei Kater schätze ich das ein, dass er logischerweise nicht bei 100% ist, aber wir wissen, dass er viel gemacht hat in der Vergangenheit und er ist spielfähig, ne? Er kann von 0 auf 100 sofort rein. Und dann muss man gucken, wie lange dann halt auch die Kraft reicht. Aber wir müssen sicherlich dann halt auch, Mannschaftstraining ist immer noch mal was anderes. Und ja, die nächsten Wochen wird er sicherlich die eine oder andere Extraschicht machen müssen, um auf das Niveau der anderen zu kommen. Aber das wird dann halt auch viel über die Spiele passieren. Und ja, da sind wir trotzdem sehr zuversichtlich. Ja, ich meine, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten alleine fit gehalten oder mit einem Personal Trainer auf dem Platz. Ist zwar natürlich nicht zu vergleichen mit Mannschaftstraining und so, aber ich denke, dass ich nicht lange Zeit brauche, um wieder bei 100% zu sein. Ich mag es, über den Schweinehund zu gehen, deswegen werde ich natürlich diese Extra-Einheiten machen, um wieder auf 100% zu kommen und ich brauche nicht lange. Weitere Fragen? Gerhard Mertin vom Metropoljournal. Herr Neidert, normalerweise kommt von Janik immer die Frage, wie war die Trainingswoche? Sie kam heute nicht, deswegen stelle ich Sie. Waren Sie mehr als Psychologe oder mehr als Trainer gefordert in dieser Woche? Ja, von allen etwas. Ne? Ich denke schon, dass wir auch gerade nach dem Mannheim-Spiel schon nochmal den Finger in die Wunde gelegt haben, den Finger in die Wunde gelegt haben. Du kannst halt einfach auch so ein 6-2 da nicht einfach mal übergehen und wegdiskutieren. Dann müssen wir schon nochmal ins Eingemachte gehen, weil wir da wirklich auch ein paar Sachen gemacht haben, die du so als Mannschaft da nicht machen darfst. Darüber haben wir gesprochen, das Thema ist abgehakt, jetzt müssen wir nach vorne gucken. Und es ist wichtig, dass wir jetzt halt auch zu Hause dann wieder in der Spur kommen. Und dann ist auch alles okay. Von diesen Spielen brauchst du als Trainer keins weiter. Und ich glaube, die Spieler brauchen so ein Spiel auch nicht, weil so eine Spiele tun unheimlich weh. Und ja, es gibt viel Kritik nach solchen Spielen zu Recht. Damit musst du leben. Es ist nicht schön. Und es hat uns auch ein Stück weit überrascht in der Höhe am Ende des Tages schon. Damit hat, glaube ich, keiner bei uns gerechnet. Aber das sind Dinge im Fußball, die passieren. Die kannst du dann meistens auch nicht erklären. Die musst du nicht schönreden. Aber du musst trotzdem weiter nach vorne gucken. Ich schließe gleich nochmal eine Frage an. Haben Sie eine gewisse Verunsicherung jetzt gespürt oder gibt es Hinweise, die Sie zuversichtlich machen, dass jetzt eine Trotzreaktion kommt? Also diese Trotzreaktion, die erwartet ja dann jeder. Ich glaube, wir haben so ein gutes Miteinander, Trainerteam, Mannschaft, dass wir uns schon ehrlich die Meinung sagen können und dass die Jungs natürlich auch wissen nach so einem Spiel, dass nicht alles rosig war und dass wir sicherlich Dinge schon deutlich besser machen müssen. Und das ist, glaube ich, auch das Gute in einem guten Miteinander, dass man sich da auch mal deutlich die Meinung sagen darf. So, aber dass dann auch keiner irgendwie angepisst ist oder sich auf den Stips getreten fühlt oder dass da irgendeiner aus dieser Sitzung rausgeht, ich habe jetzt das Spiel verloren. Nee, das haben wir gemeinsam verloren. Da ist jeder Einzelne, der bei uns in der Verantwortung steht, genauso mit drin wie jeder einzelne Spieler. Und ihr habt das ja auch nach den Spielen, ich habe nicht gemeckert, ich habe nicht gemosert, ich bin nicht auf die Personalsituation eingegangen, weil ich trotzdem der Überzeugung immer noch bin, dass wir in Meppen eine gute Mannschaft auf dem Platz hatten, die auch in Meppen das Spiel gewinnen kann. Noch einmal in 24, die Vollschläge. Ja, Fragen an Herrn Neidhardt, nochmal zum Personal. Was ist bei Marco Höger die genaue Diagnose, beziehungsweise wie lange wird er ausfallen und auch noch die Nachfrage bei Alexander Rossipal, wie da der Stand ist? Ja, also bei Höger ist es ja so, der hat Bauchmuskulatur gezerrt und Diagnose jetzt der Ärzte war so, dass er fürs Wochenende definitiv ausfällt.
dass wir aber damit rechnen können, dass er nächste Woche dann auch wieder einsteigen kann. Ja, bei Rossi Pahl ist es die Bänderdehnung im Knie. Der hat hier dann beim Heimspiel gegen Aue schon relativ früh in dem Spiel einen Schlag drauf gekriegt. Ja, das merkt er immer noch und kann halt auch nur leicht laufen. Bei Gohlke ähnlich, mit der Gehirnerschütterung, auch mit dem Außenband, weil der ist ja bewusstlos aufgekommen letztendlich und dabei hat er sich das Knie verdreht. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können und von daher ist es der gleiche Zustand wie bei Rossi Pahl. Und wir hoffen, dass beide Spieler dann auch zeitnah in der nächsten Woche dann auch wieder zur Verfügung stehen. Und ja, bei Schnatti ähnlich. Schnatti wird auch schon Teile des Mannschaftstrainings wieder mitmachen. Und der einzige Kandidat, der vielleicht nochmal eine Woche mehr braucht, ist vielleicht auch Dörfler, weil der halt auch die gesamte Vorbereitung weniger gemacht hat. Aber wie ich es gerade gesagt habe, zeitnah werden alle Spieler relativ schnell zurückkommen, dass wir wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen eher Überhang auf der einen oder anderen Position haben, wie wir es jetzt vielleicht fürs Wochenende haben. Na, Anfang der Woche sah das schon so mal aus, dass wir 11 Trikots hochschmeißen konnten und vielleicht wären sogar noch 2 liegen geblieben. Hätte sich die Mannschaft von alleine aufstellen können. Also von daher sind wir aber zuversichtlich, dass wir jetzt halt auch das eine oder andere sich jetzt nochmal ergibt fürs Wochenende und dass wir dann halt auch Dortmund 2 Paroli bieten können hier im Heimspiel und darum geht's. Gibt es weitere Fragen? Alex Müller nochmal von Mannheim Morgen. Bekommen die, diese Map nicht so ganz gut hinbekommen haben, denn eine neue Chance oder wird es personelle Änderungen geben am Samstag? Ja, es wird schon. Wir haben ja auch relativ früh schon was verändert. Jetzt muss man natürlich auch sagen, so in der Konstellation, wie wir in Meppen gespielt haben, haben wir noch nie zusammen gespielt. Es war das dritte Spiel in der englischen Woche. Das hätten wir unabhängig vom Ergebnis, würden wir das beim nächsten Mal wahrscheinlich genauso machen. Und es sind ja dann meistens halt immer diese Kleinigkeiten, die entscheidend sind in so einem Spiel. Und wir hatten im negativen Sinne von den Kleinigkeiten zu viel. Wir haben 3 Tore im Umkreis von 16 zugelassen, wo wir schlecht verteidigt haben und beim 1-1 eine Kontersituation, die haben wir verteidigt. Ja, da sage ich jetzt mal lieber nicht das Wort dafür, was ich sagen würde. Das haben wir einfach schlecht gemacht und das haben wir den Jungs auch einfach nochmal gezeigt und ich glaube, das hat auch jeder verstanden, dass du deine Aufgaben auf dem Platz besser erledigen musst und vielleicht ist es dann halt auch so, dass viele neue drauf waren und die eine oder andere Sache dann noch nicht so verfestigt war, aber die Jungs werden daraus lernen, wir werden auch daraus lernen und es gehört auch dazu, dass du sowas mal wegstecken musst. Wichtiger ist, dass du dann trotzdem dich nicht verrückt machen lässt und trotzdem gestärkt ins nächste Spiel gehst und dass wir zu Hause, wenn uns das gelingt, in Dortmund die nächsten 3er zu holen, dann sind wir voll im Soll und dann ist auch alles in Ordnung und das Spiel müssen wir natürlich dann auch vergessen machen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wir sehen uns dann wieder am Samstag hier zum Spiel gegen Dortmund. Bis dahin.